jede Menge Grund zum Lachen bei Gernot Rauner. Ich habe es im Live-Ticker geschrieben, überragende Leistung persönlich, aber auch von der Mannschaft. Ihr seid schon erstaunlich weit, Integrationsprozess mit dem Trainer schon bestens vollendet. Ja, glaube ich, kann man so sagen. Also der Trainer hat ja versucht, nicht allzu viel verändern, aber wir versuchen das, was er uns mitgibt, anzunehmen. Und ich denke, das haben wir heute auch wieder gut umgesetzt. Versuchen natürlich hoch zu attackieren und die Bälle weit vorne zu erobern, aber ja, auch mit einem gesunden Hausverstand das anzugehen. Also nicht dumm nach vorne laufen, sondern wenn die Situation das nicht hergibt, dass wir uns aufstellen, wieder einen guten Anfang finden. Und ich denke, das machen wir immer besser. Wir schauen uns das immer an, wie der Gegner versucht herauszuspielen, versuchen sie in der Falle zu locken und dann die Bälle zu gewinnen. Das war die erste Halbzeit, ist uns das sehr gut gelungen, auch im Spielaufbau haben wir gute Ansätze gehabt, immer versucht über die Flügel zu kommen, dadurch, dass sie mit Raute spielen, auf der Seite Überzahl zu schaffen, ist uns gut gelungen. Die zweite Halbzeit war also ein bisschen zerfahrener, viele hohe Bälle, viele Zweikämpfe und Fouls, aber ich denke, im richtigen Moment waren wir wieder da und haben eiskalt wieder zugeschlagen. Und vor allem die Abwehrspieler haben sich wieder mal als Torjäger entwickelt und eiskalt zugeschlagen. Zwei Tore, eigentlich eine Kopie, das zweite Tor von dir, eine Kopie zum 1:0. Wieder nach Standards, Gegner können sich anscheinend da gar nicht auf euch einstellen. Ja, wir schauen da in erster Linie eigentlich nur auf uns und wir wissen, dass wir da stark sind und es ist sicher schwer für den Gegner, das zu verteidigen. Und versuchen immer wieder zu schauen, was macht der Gegner bei Standards defensiv und versuchen, wie wir das ausnutzen können. Und es ist wieder heute sehr gut gelungen mit zwei Toren und sind einfach auch überglücklich über die drei Punkte und über den tollen Saisonstart. Ihr setzt quasi da fort, wo ihr letztes Jahr aufgehört habt. Was nimmt man jetzt mit gegen Basel? Ich meine, jede Menge Rückenwind, Selbstvertrauen natürlich. Ja, auf jeden Fall Selbstvertrauen und wir werden einfach schauen, dass wir offensiv agieren und mutig sind und genau das Spiel genauso anlegen wie in der Liga, weil wir werden jetzt nicht unseren Spielstil verändern für die Spiele und ich glaube, so sind wir am gefährlichsten. Wie siehst du die Chancen gegen den FC Basel? Ich meine, du hast das letztes Jahr miterlebt, hauchdünn dran, bitter ausgeschieden gegen Beşiktaş, absolut auf Augenhöhe gewesen und jetzt wieder in der Außenseiterrolle? Ja, und die nehmen wir natürlich gerne an. Natürlich ist Basel der klare Favorit, haben schon sehr viel internationale Erfahrung gesammelt, der Verein, der LASK noch nicht so viel und aber das nehmen wir gerne an, machen wir gerne und hoffen, dass wir vielleicht überraschen können. Dann schnelles Regenerieren und viel Erfolg nächste Woche. Danke. Jede Woche ein Kopftreffer. Heute der war der bessere, ne? Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe in der Halbzeit heute ein Interview bei Sky schon gesagt, vielleicht muss ich jetzt nächstes Wochenende wieder mal eine um den Schädel kriegen, dass er richtig eingestellt ist, dass ich dann triff. Aber nein, Spaß beiseite, wir haben das letztes Jahr gegen WRC schon zwei, dreimal gespielt, da ist eigentlich immer gut gegangen, es haben immer Nuancen gefällt und heute hat er perfekt gepasst und ja, gefällt mir riesig, dass ich ihn reingehauen habe. Und das gleich zweimal heute, wieder mit der Eckball-Variante, die Gegner können sich anscheinend immer noch nicht drauf einstellen, wie erklärst du dir das? Ich meine, das ist nicht dein Problem. Ja, zum einen denke ich, dass natürlich super geschossen sind vom Betz, zum anderen denke ich, dass wir da besondere Entschlossenheit haben und gut reingehen und dann auch die Füße haben, um jeden Gegner da Schmerzen zu bereiten. Das 1:0 war so etwas wie der Dosenöffner, weil am Anfang war es doch ziemlich verhalten, hektische Partie. Wie hast du es gesehen in der ersten Halbzeit bis zum 1:0? Ja, wir haben gewusst, dass natürlich die Austria versuchen wird, über Präsenz, über den Kampf ins Spiel zu kommen. Ich glaube, das haben sie auch wirklich gut gemacht am Anfang. Aber ja, ich sage, unterm Strich haben wir 5-6 wirklich hochkarätige Torchancen gehabt. Die Austria, glaube ich, keine einzige richtig hochkarätige. Und deswegen geht der Sieg, denke ich, auch in der Höhe dann im Endeffekt sehr in Ordnung. Blick voraus, der richtige Rückenwind, also optimale Ausbeute bisher, zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor, gerade für einen Abwehrspieler besonders gut, der richtige Rückenwind für Basel. Ja, wir wollten natürlich einmal in erster Linie in der Liga gut starten und im Cup eine Runde weiterkommen, weil das sind unsere Hausaufgaben gewesen und die haben wir jetzt erledigt. Wir wissen natürlich, dass jetzt ein knüppelhartes Programm kommt mit sehr vielen Spielen und da ist natürlich jeder Sieg, denn was du mitnimmst, ist natürlich gut fürs Selbstvertrauen und natürlich auch fürs Punktekonto. Danke. 5 Tore bisher erzielt und 3 Assists schon wieder von Peter Michael. Also die Quote wird wahrscheinlich, wenn man das jetzt kumuliert, übertroffen werden in dieser Saison. Ja, wenn es so weitergeht, schaut es natürlich dann noch aus. Aber für mich ist wichtig, dass die Mannschaft guten Fußball zeigt, dass wir unser Spiel am Platz bringen. Ich denke, das haben wir heute besonders erste Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Haben wir auch sehr viel im Ballbesitz agiert und haben das nicht schlecht gemacht. Sind dann 1:0 mit einer Standardsituation in Führung gegangen. Es hat uns Rückenwind gegeben, aber zweite Halbzeit haben wir uns dann schon ein bisschen hinten reindrängen lassen. Das war nicht der Plan. Aber ja, wir waren defensiv sehr, sehr stabil und ja, dann war die zweite Standardsituation natürlich Gold wert für uns. Ich denke, dass der Sieg hoch verdient ist.
Das sieht ja immer so leicht aus mit den Standardsituationen. Ich meine, das 2-0 war eine Kopie vom 1-0, außer dass ein anderer Torschütze da stand und Abwehrspieler. Wie oft wird das trainiert oder bist du auch selbst überrascht, wie leicht das so funktioniert und umsetzbar ist? Ja, ich denke, das ist nicht das Leichteste. Die Austria hat natürlich schon Gegenwehr gezeigt, aber wir haben sehr, sehr wuchtige Spieler im Zentrum. Ich muss unter Anführungszeichen nur den Ball dorthin bringen, wo wir es einstudiert haben. Es hat zweimal sehr, sehr gut gelungen und wir sind sehr glücklich über die 3 Punkte und werden jetzt mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen nach Basel fliegen. Jetzt redet man ja immer, wenn so Veränderungen sind in der Saison, von Integrationsprozess bei Spielern. Hier müssen wir jetzt sagen, Integrationsprozess beim Trainer. Das funktioniert ja alles, als wenn sich nie was verändert hätte. Und er ist ja, wenn ich das so sagen darf, bestens integriert. Das funktioniert ja alles. Ja, wir wollten unseren Spielstil überhaupt nicht verändern. Der Trainer hat ein paar Inputs gegeben, wie wir international und auch national noch besser dastehen können. Er hat ja selbst auf sehr, sehr hohem Niveau gespielt. Wir versuchen das anzunehmen, versuchen unseren Spielstil zu adaptieren, um Nuancen zu verbessern. In den ersten 2 Spielen ist ganz gut gelungen und wie gesagt, jetzt schauen wir weiter. Jetzt haben wir eine englische Woche für uns, Basel, wieder ein richtiges Karriere-Highlight für uns alle und wir wollen natürlich dort zeigen, was wir können. Kann man diese Inputs ein bisschen konkretisieren? Ja, na, lieber nicht, dann wissen die anderen Mannschaften Bescheid. Wie gesagt, Trainer versucht uns in Nuancen zu verbessern, wir versuchen es Tag für Tag umzusetzen, im Moment gelingt es sehr gut, aber ja, wenn man nicht bei 100% bleiben, kann sich das schnell in die andere Richtung drehen, aber man kann sich sicher sein, dass bei uns kein Spieler sich zufrieden gibt mit dem, was wir erreicht haben oder erreichen werden, wir werden immer an unser Limit gehen und nur so geht's. Und das wird wahrscheinlich auch vonnöten sein jetzt gegen Basel, du hast es schon wiederholt gesagt, es ist ein Highlight für euch, es ist vergleichbar wie letztes Jahr mit Beşiktaş, vielleicht noch eine Stufe höher. Was rechnet euch aus? Ja, wir sind Außenseiter, das ist uns bewusst, aber wie gesagt, Basel war in Eindhoven Außenseiter, sie haben die Sensation geschafft, wieso sollten wir das nicht auch schaffen? Nochmal zu deiner Person, es kursieren ja im Moment ständig Meldungen, ich weiß nicht, wie weit du selbst Zeitungen liest, ich habe jetzt gehört, also intern kommt ein Wechsel für dich nicht in Betracht, ist das so, das heißt also Austria quasi ad acta, aber über Österreich hinaus schon? Ja, man weiß nie, was kommt, ich denke, innerhalb Österreichs werde ich keinen Wechsel tätigen, ich bin bei einer sehr, sehr guten Adresse, wir sind Vizemeister geworden, wir sind perfekt in die Saison gestartet. Wenn jetzt ein interessanter Verein aus dem Ausland kommt, will man sich's überlegen. Aber ich habe immer betont, dass ich mich in Linz pudelwohl fühle. Wir haben eine geile Mannschaft. Wir können dieses Jahr wieder viel erreichen. Und wie gesagt, ich bin hier. Solange ich hier bin, werde ich alles geben. Abschließende Frage. Du warst ja nun 10 Jahre bei der Austria. Wenn du diese Situation jetzt siehst, jetzt macht sie wieder Unmut breit. Wie würdest du das jetzt so einschätzen bei der Austria? Und wie weit wie weit verfolgst du das Geschehen noch? Ich war 10 Jahre bei dem Verein. Ich verfolge natürlich die Wiener Austria. Ist nicht schön, wenn dann die Fans runtergehen und wir wollen die Austria sehen schreien. Aber wie gesagt, ich bin da viel zu weit weg. Ich kann mich damit nicht beschäftigen. Ich habe eine englische Woche vor der Brust. Die Austria hat genügend Qualität, dass sie aus dem Schlamassel wieder rauskommen wird. Ich bin überzeugt davon, dass sie die Saison eine gute Rolle spielen werden. Danke und viel Erfolg weiter.